Damit herzlich willkommen wieder zurück zu Green Hell. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen. Mir geht's gerade, wenn er das mal wegmachen würde, super gut. In der Tasche habe ich noch ein bisschen Fleisch. Hab ein bisschen was auf den Trockengestell gehauen. Vielleicht könnte ich noch ein Tier mitnehmen. Muss jetzt mal was gucken. Ich muss erstmal einen Fisch fangen. Magst du mir mal die Koordinaten sagen? Oder warte, warte, ich hab's ja hier aufgeschrieben. Okay, krass. Okay. Ah, dann mache ich das mal so. Schauen wir, ob es einen anderen Weg von unserer eigentlichen Base, unserem jetzigen Lager gibt. Was musst du fangen? Ein Fisch. Ich brauche auch Proteine und Fett. Sag's. Fisch wieder. Ja, deswegen will ich ja gerade zu dir. Und dir das Fleisch mal auf dem... Hab einen. Ah, wunderbar. Ja, dann. Hab noch einen. Hä? Hey. Ach, da ist noch einer. So. Ihr habt gleich wieder zwei Fische. Ist klar. Natürlich. Ich habe ewig lang suchen müssen. Dann Lagerfeuer. Dann laufe ich mal da lang. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, Seile. Habe ich momentan nicht so viel dabei. Nehme ich mir mal wieder mit. Und wir wollen eventuell die Folge mal eine kleine Tour machen. Also vielleicht mal schauen, dass es uns beiden sehr gut geht. Mir geht es ja mittlerweile schon sehr gut. Und müssen wir nur noch ein bisschen gucken, damit es ihr noch besser geht. Dann können wir vielleicht sogar schon losdüsen. Ich bin zu müde, ich muss mich eh erstmal hinlegen. Ah ja, das tun wir eh schon. Es gibt, glaube ich, sogar noch einen einfachen Weg als einfacheren Weg. Unsere alten Base. Ich muss mich auch mal kurz hinlegen. Ja, warte, bis ich aufstehe, sonst geht's ja so schnell. Schlafen wir wieder ewig. Ja, alles gut. Ich leg dir mal das andere Fleisch, was ich habe, auf den Trockengestell. Achso, da hast du sogar schon was aufgehangen. Sehr nice. Andere lege ich auch mal hierher. So. Benutzen. Schaut's aus. Bitte. Trinken, naja. Ja, ich trinke jetzt mal das da. Trinken. Halt, stopp. Dann mache ich da nochmal. Sammeln. Essen. Essen. Benutzen. Ah. So. Mag dann aber mal kurz in die Kiste gucken. Mal ein bisschen Zeug in die Kiste legen. Ja. Damit ich mal ein bisschen Platz habe, falls wir was finden oder sowas. Unterwegs. Auch. So. 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 Allein wegen Gewicht. Weil das nicht viel ausmacht vom Gewicht, eigentlich gar nichts. So, die Kiste ist voll. Den tue ich mal sammeln. Die Federn kann ich da vielleicht, kriege ich da die Federn noch rein. So ist gerade in Benutzung. Und das Fleisch kann ich hier draufhauen. Auch trocknen. Oh, beides hänge ich auf. So. Federn, die braucht kein Mensch. Federn.
Weißt du mal hierher. Nee, weißt du was? Ich zerstöre die Federn. Oder? Warum? Aber für was brauchen wir so viel Federn? Wir haben so viele Federn und ich weiß nicht, wohin mit den Federn. So oft wie wir Federn bekommen. Zack. So. Haben wir die Beete eigentlich oben fertig gemacht? Habe ich da vergessen. Weiß nicht, die wolltest du machen. Ja, die habe ich vergessen. Das ist voll. Mann. Ja. Ein Platz im Rucksack. Sag mal, wie doof ist das denn gemacht eigentlich? Wieso habe ich keinen Platz im Rucksack? Wieso habe ich keinen Platz im Rucksack? Ich habe so viel Platz hier. Das ergibt keinen Sinn. Nee, ich weiß echt nicht, was der gerade für Probleme hat. Muss ich da irgendwie... So, und dann... Jetzt muss der aber Platz haben. Ah, jetzt. Ist ja fürchterlich. Alter, wie viele Stecke hier liegen? Sag mal, was hast du getan? Ja, das sind halt die ganzen vom Baumfällen. Gut, geh mal. Naja, ich muss noch ein bisschen schlafen, weil ich keine Ausdauer habe. Ich leg mich auch noch mal hin. Ja, ich leg mich auch noch mal hin. Pass auf. Oh. Nicht zu lang warten. Boah, das geht schon. Ah. Ich wollte gerade sagen, es geht schon. Leg ich nicht mal kurz hin nochmal. Die Ausdauer da ist. Das geht einigermaßen. Bin ich halbwegs leer. So. Aufwachen, so. Ja, gut, können wir gehen. Ach, also untersuchen nochmal. Gut, das weiß ich. Wir brauchen unbedingt noch eine Truhe dann. Ja. So, können los. Ja, mir ist auch. So, warte, ich speichere nochmal, bevor wir losgehen, bevor irgendwas schief läuft. Ja, dann speichere ich ja nochmal. So. Bei dir wird es ja eigentlich gespeichert, wenn ich speichere, so habe ich das verstanden zumindest. So. Weil gerade mein Speer so komisch ja, das war bei mir auch. Ich glaube, das ist dauerhaft, wenn man speichert. So. Dann nehme ich mal die Uhr in die Hand. Und dann gehen wir. Gehen wir denn hin? Einfach irgendwo mal lang. Immer Richtung Norden, zwischen... Ja, geradeaus kommen wir wieder Richtung alte Base. Nüsse. Was ist geil, Nüsse. Da liegt noch eine. Oder auch nicht. Einfach mal ein bisschen essen. Oh. Warte, ich esse auch schnell die Nüsse. Bring Fett. So. Ja, so langsam weiß ich auch gar nicht so richtig, wo wir sind. Ist das eine... Tabakpflanze und eine Verbandspflanze in einem? Ne, bei mir ist nur die Verbandspflanze. Echt, bei mir ist echt beides. Lul. Genau, hier kommen wir zur alten Base. Ja. Irgendwie lustig, weil... Ich komme gar nicht weg von der alten Base. Aber ich weiß, wo wir lang gehen. Ich habe eine Idee. Müssen wir aber zu unserer alten Base, da hinten ist sie. Ach, du willst doch Steintor wieder durch. Ja. Hast du noch eine Kokosnuss? Nehme ich mit. Ein Werkzeug kaputt gegangen. Oh, hier haben wir schon ein gutes... da können wir bald die Asche mitnehmen, wenn das ausgebrannt ist. Lassen wir mal ausbrennen. Noch was, bisschen was trinken. So, zwei für mich, zwei für dich. Unterwegs. Mal auf die Uhr gucken. Ja, perfekt.
Können wir los. Büßen. Halt, irgendeine Schlange. Ich habe irgendeine Schlange gehört. Ja, die höre ich hier irgendwie immer. Geh mal weiter. Das war dann hier irgendwie. Na, da hinten ist das Tor. Da ist noch ein Seil mit. Da ist das Tor. Sehr gut. Nehmen wir mal die Koordinaten ein bisschen. Ja, gut. Passt. Wollen wir mal ein bisschen lang gehen. Gehen wir links lang. Ja. Gehen wir den Weg entlang, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Denke ich. Hier ist irgendwo eine Schlange, habe ich kurz gehört. Habe ich aber nicht gehört, aber egal. Die uns nicht angreift. Genau, ja blöd, ich habe jetzt gar kein Verbandszeug dabei, zumindest keine Tabakpflanze. Hast du eine dabei? Tabakpflanze nicht, aber ein Verband hätte ich. Mit, glaube ich. Ein Verband ja, auch, aber mit Tabakzeug drin? Nee. Ja, ich auch nicht. Aber das könnten wir eventuell schnell finden. Ja, also die Bäume, die sind hier so merkwürdig, die sind so angepflanzt. Ja. Meine Süßes. Töte es. Scheiße. Mein Speer geworfen. Die machen so einen lustigen Ton. So. Ah, ich habe den Ton auch lustig gefunden, als er gestorben ist. Du bist so gemein. Ich brauche das Fleisch. Und der hat, das ist doch ein Panzergürteltier. Das, da muss man doch bestimmt irgendeine Rüstung machen können. Digga, das wäre so fett. Warte, ich mag da mal gucken. Gürteltierpanzer. Kann ich den jetzt irgendwie anlegen oder sowas? Erstellen? What? Seile noch dazu? Ein Seil? Noch ein Seil? Nö. Aber vielleicht ein Stock noch? Vielleicht auch ein Blatt. Ich mag mal ein bisschen was ausprobieren, ganz kurz. Schau mal auf die Uhr, wie spät es ist. Oh, das geht wirklich. 16.30 Uhr. Il? Und noch ein Seil war das doch. Ach, du brauchst diese spezielle Liliane. Damit ich das anziehen kann, oder was? Ja. Nein, die habe ich aus meiner Rüstung rausgetan. Woher weißt du das eigentlich? Steht das irgendwo? Ja, weil ich gerade so eine Liliane aufgenommen habe und dann kam das Rezept. Nee, das Rezept kam, weil ich es gecraftet habe. Ach so. Kommst du mal? Ich würde das gerne ausrüsten. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie ausrüsten kann. Ja, geil. Tut das aber an meine Beine. Kann ich das an meine Beine dran tun? Guck mal, ich habe auf meinem linken Bein jetzt eine Rüstung. Siehst du die? Gerade sehe ich dich gar nicht. Ich komme gerade zu dir. Oh, Entschuldigung. Hier? So. Ich meine. Ja, sehe ich. Cool. Dass es wohl für noch Rüstungen gibt. Wir dürfen jetzt den Ding nicht verlieren. Weißt du noch, wie wir gelaufen sind? Weil ich bin jetzt einfach nur zu dir gerannt schnell. Und du mitten im Dschungel warst. Ich war geradeaus runter. Naja, das ist schon lange nicht mehr geradeaus. Ja, ich gut. Ich ziehe nicht geradeaus runter. Ja, ich kenne deine Orientierungssinn. Das ist schon... Fang jetzt nicht wieder damit an. Wollt's nur gesagt haben. Wollt's nur erwähnt haben. Oh, hier ist eigentlich auch schön. Kann man gut fischen. Wie spät war es? Sollen wir mal ein Lager aufschlagen vielleicht? Ja, wobei es wird schon... Ja, weil es dunkel wird.
Ist immer Richtung Westen oder was? Jetzt Richtung Westen, ja. Oh, was ist hier? Boah, sieht das, Alter, wie das ausschaut. Holy shit. Sieht das gut aus. Boah, krass. Hier hätten wir auch hausen können. Das ist ja am Meer, also nicht direkt am Meer, aber... Boah. Das ist doch der Amazonas. Ja. Boah, sieht das gut aus. Der Blutigel, ich muss mich ganz kurz untersuchen. Na, wo habe ich die denn? Da habe ich Rüstung, dort können sie nicht sein. Ah, sind sie. Sag mir schon, was das ist. Ja, sollen wir mal da lang gehen dann? Oder in die Richtung? Ne, gehen wir da lang. Gut, es ist aber von hier aus gesehen, dort wo die ganzen Bäume sind, Richtung Norden. Pass auf Schlangen auf, ich sag's dir. Naja, hier geht's ja, ist ja relativ kahl. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Einfach stehen bleiben. Ja, passt. Ist deine Lupe weg? Ich habe ein paar Igel von dir runtergenommen. Nee, ich achte da gar nicht mehr so drauf. Wegen der einen Wunde habe ich permanent die Lupe. So. Deswegen schaue ich auch nicht alle 5 Minuten nach. Welche Wunde eigentlich? Ja, die vom Wurm immer noch. Ja, die musst du verbandagieren, das weißt du schon. Nee. Da hatte ich einen Verband drauf und jetzt kriege ich keinen mehr drauf. Also ich habe es mal verbunden, aber dann war weg und die Wunde noch da. Komisch. Also ich habe eine Bandage drauf getan und dann irgendwann mal war es weg. Ja. Schaut mein Trinken aus. Ja, sieht noch gut aus. Boah, wie der Mond ausschaut. Boah. Was? Holy shit. Ja. Boah, das ganze Spiel, das sieht heftig gut aus. Also von Grafikqualität da. Boah, ich glaube, das ist ein Fischerdorf. Oder irgendwas. Jetzt müssen wir überlegen, wir sind die ganze Zeit am Strand lang gelaufen, ne? Jetzt laufen wir Richtung Osten. Giftfrosch aufpassen. Die hüpfen ja eigentlich weg. Die sind ja nur, wenn du die anfässt, sind sie giftig. Oh. Schauen wir mal, was wir hier alles finden. Kohle. Ganz viel Kohle. Können wir gebrauchen, oder? Wasserfilter. Was ein Wasserfilter. Matratze. Tasche. Das ist eine Tasche. Ach so. Achte jetzt, dass wir Autorücksitz. Ja. Stimmt bequemer wie alles andere. Aber wir haben Wasserfilter gefunden. Geil. Irgendwas noch? Vierzackiger Speer. Siehst du, hier ist so ein vierzackiger Speer. Schon fertig gecraftet. Einmal mal ein bisschen was. So. Mag mal hier schnell das Fleisch braten. Also ich habe keine Stöcker. Hast du Stöcker? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ein paar, ja. Bisschen schon. Aber ich würde vielleicht sagen, dass wir vorher schlafen und dann uns essen. Weil ich meine, jetzt ist eh gerade halb eins. Halb eins, halb neun. Ich setze mich im Autorücksitz hier. Ich nehme die Hängematte.
Weit weg von dir. Ich habe wenigstens ein Magazin Home Cooking. Da liegen. Kann ich noch ein bisschen lesen. Ich hatte da noch Chips. So. Dann mache ich mal das Lagerfeuerchen. Ein kleiner Stock. Hast du einen kleinen Stock noch? Nee, ich habe gar nichts und Stöcker. Ja, nee, ich doch vier normale habe ich. Nee, ja. Okay, warte gut, dann mache ich einmal sammeln. Warte kurz. Mache ich kleine Stecker? Dann. Geh mal da weg. Ich sehe nichts. Ja. Kannst du die restlichen reintun? Passt perfekt. Soll ich wieder anzünden? Ja, mach du mal an. Atme trinken geht aus. Gar nicht. Trinken. Sammeln. Mal ein bisschen Fleisch drauf. So, einmal ein Fleisch drauf gehauen. Perfekt. Dann esse ich das da und esse ich das da. Hey, was hast du gegessen? Ich habe nur Wasser getrunken. Waren anscheinend Parasiten drin. Sind schon wieder weg. Am See oder was gerade? Am Fluss? Ja, da habe ich es halt schnell aufgefüllt. So, also hast du meine schmutziges Flasche. Wasser getrunken. Mensch. Nee, eigentlich ist es ja nicht schmutzig, steht unsicher. So, ja, stimmt. Ja, das hier sauberes Wasser ist eigentlich. Ach, hier ist ein Vogelnest. Kann man noch gebrauchen. Brauchst du Knochen? Vielleicht kann man eine Knochenrüstung machen. Probier mal aus. Ja, gut. Ja, nicht. Weil, wisst jetzt nicht wie. So. Du hast Ikari-Fleisch. Ja, was hast du denn da reingetan? Irgendwelche Reste? Ja, es ist zu schwer. Kann sein? Machen. Ein bisschen Kohle noch mit eingepackt. Das kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Kohle. Nein, ich... Danke. Fleisch, Fleisch, ich brauche Proteine. So. Essen. Oh, 44 Proteine. Richtig nice. Also ich bin wieder fast voll. Ich kann weitergehen. Alter, läuft richtig gut bei uns. Also bei mir zumindest. Na warte, ich habe noch mehr zum Braten. Sonst wird das alles schlecht. Ja, du siehst, wie lange das noch gültig ist, ne? Also wie lange ja, das ja, hält. Ich weiß. Ich meine ja nur. Herstellen. Wenn ich da herstellen mache und eine Kohle reinlege. Geht nicht. Oh, jetzt ist das Feuer ausgegangen. Oh ja, stimmt, weil wir hier keine Bedachung haben, ne? Ja, das ist blöd. Gut, ich habe halt jetzt sonst gar kein Fleisch, was durch ist. 7 Stunden, 18 Stunden. Ne? Ja gut, das reicht ja noch. Wir bestimmt noch ein Feuerchen oder sowas. Oh. Ich bin eben mit allem komplett voll. Ja gut, ja dann ist ja eh wurscht. So. Dann gehen wir weiter in die Richtung. Ja. Weiter am Strand entlang. Ja. Krebs. Mann, den wollte ich töten. Und so, ja. Ich sehe ihn ja nicht mehr. Du hast ihn ja weggescheucht. Ja, hier ist noch einer. Aber wozu magst du den töten? Wir brauchen ja gerade kein Fleisch oder sowas. Ja, vielleicht lernen wir dann was Neues.
Ja, wie so ein Krebs habe ich ja schon mal. Ach so, wusste ich ja nicht. Oh, da ist wieder ein. Ja. Brauch dich. Hm? Ja, ich rede mit dem Gürteltier. Brauchst du eine Panzerung? Jetzt brauche ich irgendein Blatt. Irgendein Bananenblatt, glaube ich, war das. Da. Ich brauche ein Bananenblatt. Muss ich da auf herstellen? Auf das da, dann brauche ich zwei Seile. Herstellen. Dann auf mein Körper. Dann auf ein. So. Wie soll denn das gehen? Was denn? Herstellen. Noch ein Knochen raus. Herstellen. Also ich brauche immer ein Blatt dazu. Guck mal, ob du vielleicht ein Blatt dazu brauchst. Also hier so ein Bananenblatt. Immer auf Bananenblatt herstellen. Und dann kann man. Warte mal. Das da. Nein, ich wollte nicht sammeln. Ah, es gibt auch Blätterrüstung. Das ist einfach nur Blatt, Seil, Seil. Ging theoretisch auch. Ich weiß nicht, dann kannst du vielleicht noch was dazu tun. Vielleicht noch Knochen oder sowas. Nein, ich will herstellen. Was machst du denn? So. Also Blattseil ist einfach eine Blätterrüstung. Hm. Noch ein Seil? Nö. Nee, den fasse ich nicht an, dann bin ich instant vergiftet. Also zwei Seile und eine Blätterrüstung. Nee, ich schaue gerade wegen der Knochenrüstung. Vielleicht irgendwie ein Stock oder sowas? Vielleicht irgendwie zur Stabilisierung? Kleiner Stock? Nee, das ist es auch nicht. Habe ich schon gehabt. Nee, normaler Stock ist auch nicht. Da. Nee, keine Ahnung. Fehlt anscheinend irgendwas. Oder vielleicht zwei Bananenblätter? Ich glaube, das geht ja gar nicht, oder? Doch, das geht. Nee, ist dann eh schon vorbei. Naja, egal. Weiter. Wasch mich mal schnell, weil ich bin eh schmutzig. Ja. Waschen. So. Gut, dann können wir weitergehen. Oh Mann. Also vom Kompass her weiß ich schon gar nicht mehr, in welche Richtung wir laufen, also. Jetzt zur Not haben wir immer noch die Koordinaten vom. Ja, die Koordinaten haben wir zwar, aber ich meine, jetzt können wir auch noch sagen, wir laufen die ganze Zeit am Fluss entlang. Scheiße. Nee, wir müssen darüber. Okay. Was ist denn das für ein Bulli? Der kommt ja da gar. Ja, hallo? Danke. Boah, das sieht aber auch schön aus da hinten. Da mag ich mal hin. Kann ich mir mal angucken. Oh, hier ist haufenweise Bambus. Boah, das sieht auch da auch hammermäßig aus. Richtig babamäßig aus. Sieht das schön aus. Also es gibt schon schöne Orte in dem Spiel. Holy moly. Ich will mal was ausprobieren. Was denn? Ich will da unten reinkommen. So. Oh nee. Nicht? Schade, nee. Wäre cool gewesen. Hätte was gehabt. Wäre interessant gewesen. Kommst du hier wieder hoch? Nee. Was denn? Oh. Ich brauche eh Kokosnussschalen. Ja, dann nimm. Kannst du aber erst, wenn du Durst hast, vielleicht. Ja, ja.
Weiß ich schon. Also jetzt laufen wir vom Fluss aus immer südlich, oder? Oh, was haben wir denn hier? Das Lager. Bambus-Räuchergestell. Ah, geil. Ein Räuchergestell. Wir haben mal haufenweise Kokosnüsse übrigens. Da können wir mal gerne mal ein bisschen Fett hochleveln. Vielleicht die Dinger mal einfach. Zack. So. Nehme ich eine, zwei, elf. Das Problem ist nur, bei uns sind halt nicht viel Bambus. Ja, Bambus ist nicht wieder. Aber vielleicht kann man jetzt vielleicht kann man das auch mit Holz machen, theoretisch. Also, theoretisch müsste man das ja auch mit Holz machen können. Schau mal. Nee, nur Bambus. Echt? Ja. Ja, verrückt. Auch den... Ah nee, da Wasserfilter. Doch, Wasserfilter brauchst auch Bambus. Ah, das ist nicht so gut, da hast du recht. Da gebe ich dir... Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Alter, ich bin mit allem voll. Nur ein paar Proteine fehlen mir. Ist das der Hammer? Ach, jetzt regnet es natürlich wieder, ne? Ach. Aber ich bin noch fast mit allem voll. Ja, ich bin auch mit allem voll. Nur Proteine ein bisschen, aber nicht viel. Mal. So, wie viel sind da drin? 20. Ah, da ist. Mal auf. Weg. Was eine Fackel. Aber oh, die haben wir schon entdeckt, ne? So eine Fackel. So. Ja. Knochenzünglerfleisch. Was? Knochenzünglerfleisch. Ja, das ist bestimmt der Untier. Das ist ein Fisch. Räuchert man da bitte? Muss man Lagerfeuer drunter hauen oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Ja. Lagerfeuer drunter und durch den Dampf. Also durch die Blätter wird dann der Dampf. Glaube ich irgendwie. Danke. So, jetzt muss ich mich aber auch nochmal angucken, ne? Weil ich auch versuchen. Kann hier nur da oder da sein, aber bei den anderen habe ich ja Rüstung. Das ist ja jetzt mal ein bisschen blöd, ne? Ich dachte, die Rüstung hält mich da. Scheiße. Hm. Ist ja voll doof gemacht. Rüstung verbergen. Achso, ich kann die Rüstung verbergen. Weil die Blutigel unter der Rüstung gehen. Und dann siehst du die aber nicht. Aber jetzt habe ich gesehen, dass es einen Button gibt, Rüstung verbergen. Also die haben sogar dran gedacht. Da unten geht es nicht weiter. Kommt mal wieder zum Fluss. Ey, wir sind doch... wie geht denn das? Wir waren doch... gehen doch die ganze Zeit weg vom Fluss, oder? Na, da... ja, wir sind ja da mal rechts abgebogen. Ja, wir gehen die ganze Zeit Richtung von Süden weg. Hä, das ist ja... wie geht denn das? Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Ja. Hä? Bist denn du eigentlich? Ich bin nur wieder hochgelaufen. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt immer nördlich. Warte, ich... müsstest du mich eigentlich sehen? Ah, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich dich. Du, da bist du. Wieso bist du jetzt da drüben? Ja, weil ich runter zum Fluss gelaufen bin. Um zu gucken, ob das ein anderer Fluss ist. Nee. Aber wir sind doch... das geht ja nicht. Merkwürdig. Ja, dann gehen wir mal den Weg hier entlang. Oh, eine Höhle. Wollen wir uns die mal angucken? Keine Ahnung, wo du gerade bist. Ich bin jetzt da lang gelaufen, wo du hin wolltest.
Bin doch, hä? Wieso? Ich bin doch, hab doch gesagt, jetzt gehe ich einfach den Weg da entlang. Ich bin zu dir gelaufen und dann habe ich gesagt, geh mal den Weg entlang. Das war ungefähr 2 Minuten später gefühlt. So, jetzt wo ist eine Höhle? Ich hab gesagt, geh mal den Weg hier entlang. Warte, ich brauche übrigens noch ein bisschen Seil. Seil ist, glaube ich, nie schlecht. Seil geht mir immer wieder aus. Bambus, Stein. Pass auf Skorpione auf. Ja. Ist nicht weiter. Das ist eine Schlange. Die habe ich gesehen. Boat. Oh geil. Oh geil, das schaut gut aus. Was denn? Hast du Gold gefunden? Nice. Nein. Mittlerer Bambusunterstand. Was? Jemand drin gehaust oder was? Ja. Holy. Dann da Chips. Ist ja geil. Busscheid. Oh, das ist ein Fernglas. Hm. Aber kann man leider nicht benutzen, oder nicht? Interagieren. Spiel speichern. Oh, perfekt. Speichere hier mal. So. Ja, gut. Bambusunterstand. Ob wir das jetzt gebraucht hätten, weiß ich nicht. Und da ist wahrscheinlich auch nochmal. Eine Schale leer. Sauberes Wasser. Oh, ach so, weil es in der Höhle ist. Ja. Ach, krass. Mag ich mitnehmen. Verdammt. Das. Leere Dose. Ich weiß einfach nicht, wozu man die leere Dosen braucht. Ich auch nicht. Ah ja, genau, da ist wieder rausgegangen. Alter, geil. Zauberes Wasser, ist ja verrückt. Nein. Gut, ich weiß nicht, ob es hier dann viel mehr geben das würde. Ist eine Eisenader. Und da kommt mal wieder raus. Ich bin aber hier auch raus. Ich bin gerade rausgegangen hier. Nee, ich meinte zu dem, wo der eine gewohnt hat. Ach so. Ah ja, gut, dann können wir weiter, oder? Ich kann aber hier drin komischerweise nicht laufen. Nee, du bist zu schwer. Geh in dein Inventar. Oh ja, ich bin zu schwer. So. Dann könnten wir eigentlich eh schon wieder langsam zurück, wenn wir eh schon voll sind. Ja, was heißt voll? Ich will. Mir geht's ja nicht um Sammeln, ich sammle ja nix. Ich will ja eher entdecken, was Neues zum Bauen und so. Schauen jetzt immer wieder hier, das ist so unlogisch. Ich laufe doch die ganze Zeit Richtung Norden. Ja, wir haben ja aber vorher, glaube ich, gesagt, das ist so. Warte. Ist ein Sarg gestanden? Hä? Hast du gesagt Westen? Südwesten, ne? Verrückt. Ja, dann kommen wir hier eh nicht weiter, dann ist das eh irgendwie nee. So. An und für sich eine schöne Tour, wenn wir jetzt wieder zurückfinden. Immer am Fluss entlang. Gut, am Fluss entlang kommen wir ja dann wieder zum Fischersdorf, oder? Erstmal ja. Hier können wir halt noch, also vom Strand aus können wir eigentlich mal Richtung Osten gehen dann. Ja. Aber eine Map wäre ganz nice gewesen. Finden oder sowas. Da hinten.
Jetzt doch richtig? Das ist doch nicht. Nee, 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 du musst. Oh, er hat nur getäuscht. Wir sind nämlich hier rüber. Ey, stimmt, bei dem Ast hier, stimmt. Ah ja, genau, hier ist immer das Fischersdörflein. Jetzt sind wir ganz runter an den See, ne? Gut, aber man könnte auch einfach die Koordinaten nehmen. Einfach sagen Richtung Speerfischfalle? Hm. Ja, wo hast du denn das jetzt gefunden? Da steht da ein Fluss drin. Große Speerfischfalle? Gibt es einen kleinen und groß oder wie? Oh nice, haben wir vorhin übersehen. Krass. Gut, ich bin immer noch überall voll. Ja. Weil theoretisch müssen wir Richtung Süden. Da müssen wir noch sehr weit gehen. Aber Richtung Westen. Wir gehen jetzt eigentlich davor, dann links und wieder zurück. Also hätten wir eigentlich eine Abkürzung nehmen können. Hier einfach durchlaufen. Können wir auch. Theoretisch wäre natürlich kein Bär. Ja, wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, weil wir durch das Tor gehen müssen, ne? Da wird wieder einfach die Felswand davor kommen. Ne, hier waren wir vorher nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo du jetzt bist. Keine Ahnung. Du rennst die ganze Zeit so voraus. Ach, da hinten. Ne, wir sind, glaube ich, da hoch. Alle Fälle müssen wir jetzt einmal Richtung Süden. Das ist schon mal safe. Sind hier Pandüsse? Weil der Baum hat immer Pandüsse gehabt. Ne, das ist ein Stock. Oh. Na gut. Mal wieder runter. Ja, genau hier irgendwo war mal, glaube ich. Pilze mit. Pilze. Ich untersuche mich mal kurz. Mhm. Ich warte hier. Aber ich habe eine Schürfwunde. Wie hast du das geschafft? Weil er bin gerade aus dem Baumstamm runter und ist runtergeflogen, der Typ. Verband. Kannst du einen Verband jetzt auch nochmal am linken Arm ran tun? Ich habe nur noch einen Verband dabei gehabt. Weil die Wunde, die muss eigentlich schon verschwinden, wenn du einen Verband umtust. Also vorher habe ich es eben probiert, da war Verband erst drauf, dann war der Verband weg und die Wunde noch da. Ja, vielleicht musst du nochmal einen Verband drauf tun, vielleicht hat das. Ja, das hatte ich ja dann probiert, ging ja nicht. Schlange. Was, wo? Da vor uns. Lass mal am Leben. Süden müssten wir bald erreicht haben. Von den Koordinaten her. Boah, das Spiel ist echt krass, also du musst dich echt zurechtfinden, ne? Nicht so leicht. Und jetzt müssten wir langsam nach Osten. Also hier hoch vielleicht? Hier? War das nicht noch weiter vorn? Weiß es gar nicht. Glaub schon. Aber wenn, dann können wir halt. Ach, da ist eine Taro-Pflanze, die können wir mitnehmen. So. Hab ich noch einen Verband drin? Also ich könnte jetzt schnell Kroften, Cluster herstellen. Dann Kroften. Da und das. Es geht bei mir nicht mit Tabakblüten. Nur ein Verband und nur die Tabakblüte drauf. Ja, es geht nicht bei mir. Ja, du musst einen Verband, einen fertigen Verband. Ja, natürlich. Sag mal, wie oft denn noch? Keine Ahnung, bei mir ging das so. Bei mir geht das nicht.
Blattverband und Tabakblüten. Trocknet? Geht auch nicht. Tabakblüten? Ich kann Tabakblüten gar nicht kombinieren. Du musst die Tabakblätter. Aber du musst erstmal sammeln, oder wie? Ich krieg da immer Blätter eigentlich. Tabakblatt, ach da. Tabakblätter, Mensch, sag das doch einmal. Das ist ja fürchterlich. So. So, lala. Dann. Bisschen noch Richtung Süden, also in diese Richtung. Genau, und jetzt eigentlich nur noch Richtung Osten. Langsam sollten wir auch ankommen, weil meine Ausdauer lässt sehr zu wünschen übrig mittlerweile. Ja. Wenn wir beide in Ohnmacht fallen, ist es nicht gut. Warum? Wir wachen hier irgendwann wieder auf. Ja, aber trotzdem. Sind wir vorher schon am Bambus vorbeigekommen? Keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht. Aber es sieht nicht schlecht aus. Hier ist der kleine Fluss, bei dem wir immer gehaust haben und uns gewaschen haben. Oh ja, alles okay. Alles klar. Okay. Ist gar nicht so weit weg von unserem Zuhause eigentlich, ne? Gar nicht so weit weg. Schauen wir mal. Oh, ein Campingstuhl. Kann man den erforschen? Nee. Eine Mikrowelle. Und die Karte. Ehrlich. Ja. Geil. Top. Geil, geil, geil. Komm, Kohle. Kann man nicht den Grill mitnehmen? Brauch jetzt aber ein Bett oder sowas. Gibt's hier bestimmt auch irgendwo. Hier was? Warte, ich muss mir die Map. Ja, genau. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hä? Hä? Hier ist ein A2. Bist du dir sicher? Glaube ich. Da ist ein Feuer, da ist ein Anker. Da sind die Steine. Gut, vielleicht Karte, neue Ort entdeckt. Karte, neue Ort entdeckt. Da ist ein Kletterhaken, Unterschlupf, Kletterhaken, eine Höhle, ein Fass. Kann ja gar nicht sein, dass wir bei A2 sind, weil wir waren ja eigentlich gerade beim riesen Amazonas dort. Wir waren hier oben, weil ich glaube, der Entehaken ist vielleicht das Fischersdorf oder sowas, kann es sein? So oben. Kann sein, ja. Da ist dann noch die Höhle, wo wir waren, und das Lagerfeuer, wo wir gerade drin waren. Das war vielleicht genau oben links das Eck, wo wir gerade waren. Und dann ja, sind wir zum Amazonas. Wenn wir da nicht eingezeichnet sind. Du musst dich halt anders orientieren. Ist ja theoretisch realistisch, ne? Ach, du siehst ja da die Koordinaten. Was haben wir da für Koordinaten gerade? F-Uhr. Wir haben 50, 28. 50. Alter, wir sind ewig weit da unten. 28. Achso, wir sind beim Fass unten. Da ungefähr. Mhm. Da sind wir bei dem Fass unten. Hier 50. 28, also hier. Also deswegen ist da auch die Uhr, okay. Ja. Da sind wir. Was? Oh, wie viele neue Orte wir gerade entdecken. Aber ich muss mich jetzt, glaube ich, kurz hinlegen irgendwo. Ja. Ich gucke mich noch ein bisschen um, weil ein bisschen Ausdauer habe ich noch. Haben wir hier eigentlich irgendwas erforscht? Oh, was ist das? Ich glaube, das ist so ein Wasser... Fänger. Gut, aber da musst du ja auch was drunter stellen, oder? Ja, ich habe ja auch einen Topf vorher gerade aufgenommen. Das ist ein Topf? Ja. Habe ich den jetzt auch? Und einen Holzlöffel. Holzlöffel? Ich habe keinen Topf.
Ja, da warst du schon fleißiger wie ich da, um zu suchen. Was ist das? Knochenmesser. Da ist ein Knochenmesser. Brauchst du eins? Nee. Ich hab schon ein Und Knochenmesser. ich habe jetzt auch noch Orangensaft, nochmal eine volle Dose, Schmerzmittel. Ey, sag Nee, das. mal, lässt du mir auch noch was übrig, oder? Nochmal eine Dose. Blöde Kuh, mit dir spiele ich nie wieder irgendwas. Warum? Ich kann sie doch abgeben, wenn du was brauchst. So, hier oben. Gar nichts. Du schläfst heute Nacht hier drin, okay? Ich hab grad schon geschlafen. Lagerfeuergestell, da schau. Jetzt haben wir auch das Lagerfeuergestell. So, und da kann man dann Fleisch drüber hauen, oder was? Ja, anscheinend. Wo ist da dann der Unterschied? Hier geht's nicht. Guck mal, es gibt Vielleicht ja. noch mal mehr Platz zum Grillen Nein, ja, gleichzeitig. zusätzlich vielleicht, ja. Waren jetzt die Schlafplätze? Waren die hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder da drüben. Waren es nicht? Da hinten waren es. Ach ja. Okay, ich lege mich jetzt mal aufs Ohr. Wie spät ist denn? Ja, du kannst dich auch aufs Ohr legen, dann schlafen wir wieder eine Nacht durch. Und dann können wir eh die Folge wieder beenden. Wir sind wieder bei 50 Minuten. Ich wollte die Folge mal ein bisschen kürzer machen. Oh Gott. So. Wir sind voll ausgeruht. Essen haben wir noch genügend eigentlich. Trinken wäre nicht schlecht gewesen. Hat leider Warte. nichts. Da liegt auf der Matratze. Ja gut, ich hätte jetzt auch. Ja gut. Denn mein der Orangensaft essen? Hä? Krass. Ach so, weil es auch Kohlenhydrate bringt anscheinend. Chips. Was noch was? Ich habe da nicht noch eine Dose. Nee, nee, alles gut. Oh, Chips bringt Fett. Nee, alles super. Alles super. Hätte noch ein bisschen Fleisch, das hätte man vielleicht braten können, weil das nur noch 5 Stunden. Okay, das eine ist gerade eben echt geworden. Brauchst du Proteine? Ich brauche noch Wasser. Hier ist ja eigentlich so ein Ding, da kann man ja bestimmt was drunter legen, oder? Sowas wie. Was da? Ja, dann muss er das auch erstmal regnen. So, da ist doch. Das kommt doch die ganze Zeit Wasser durch, oder? Ja, hast du jetzt was getrunken, oder? Nee, bei mir steht leer. Jetzt steht aber was drin. Einmal Hydration. Wow. Ah, geil, das Ding bringt's anscheinend richtig hart. Gut, aber es regnet eben auch gerade nicht. Ja, toll, aber wenn es regnet, füllt sich das Ding auch von alleine. Brauche ich ja den Filter nicht. Also Stimmt auch dieses wieder. Sieb. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja wirklich, glaube ich, weil jetzt regnet es ja nicht. Aha. Habe ich wieder Igel irgendwo? Ah ja. Ah ja, das war's eh schon. Jetzt regnet's. Gut, jetzt kann ich da mal. Jetzt hast du eh Glück. Jetzt regnet's eh. Na, aber da mache ich es gleich so. Ach so, aber das geht viel schneller. Ich kann da wirklich im Sekundentakt trinken drücken. Geht richtig schnell. Jetzt verstehe ich's. Geh mal hin, schau dir das mal an. Kannst wirklich im Sekundentakt trinken. Ja. Mal trinken, trinken, trinken. Trinken, Gut, passt. trinken, trinken. Ah, fertig. Na gut, dann. Speichern. Ja, kann ich ja nicht.
wo kann ich denn bitte speichern? Geht ja nicht. Geht das hier nicht? Nee, du brauchst ja einen Unterstand dafür. So. Und ja nur Schlafplätze. Das heißt, wir müssen mal... Scheiße. Entweder bauen wir schnell eins, oder... Ich hier braucht so ein Ding nochmal. Wahrscheinlich sind wir eh gleich in der Nähe von Hause. Und zwar ein kleines Unterschlüpflein. Hüttenunterstand. Stock, langer Stock, Seil, Palmblatt. Ah, schon ganz schön viel, ne? Ja. Langer Stock, das kostet noch mehr. Aber wir sind gar nicht so weit weg von zu Hause. Vielleicht laufen wir den Kack schnell. Ja, dann laufen wir schnell. Es ist Richtung Osten eigentlich noch weiter. Achso, Richtung da lang. Wo kommen wir her? Du gerade hingeschaut hast. Nee, kommen wir nicht. Sind wir nur vorbeigelaufen. Ich dachte eben, du willst dahin, wo du nämlich gerade hingeschaut hast. Ah, ich habe ja auch in die Richtung geschaut. Nee, bei mir nicht. Du hast so genau dahin geschaut, wo wir nicht gerade hergekommen sind. Ja, weil da eine Hütte vor mir war, konnte ich ja schlecht durch die Hütte klitschen, oder? So, pass auf. Scheiße, jetzt ist natürlich die Felswand davor. So viel dazu, ne? Geh da hoch. Ah ja, was ist das für ein Kack? Ah, jetzt. Alles klar, okay. Ich weiß, wo wir sind. Also wir sind zu Hause, aber wir müssen da, denke ich mal, ja. Wie gesagt, uns runterfallen lassen. Das ist aber viel zu hoch. Sterben wir bestimmt. Meinst du? Ja, glaubst du nicht, dass wir da einfach nur Schiffwunden kriegen, die wir verarzten können? Nee, aber ich habe eh nicht viel Gesundheit. Mann. Ah, hier? Guck, hier, 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 komm. Hier geht's runter. Ja. Hier kann man runtergehen. Perfekt. Nicht runterfallen. Perfekt. So, dann immer noch Richtung Osten. Bisschen Richtung da, also hier in die Richtung. Ach, ich glaube, ich weiß eh schon, wo wir sind. Ja. Sind eh bei dem ersten Unterstand wahrscheinlich. Ja, das ist unser Dorf. Da war das gar nicht so weit weg eigentlich, dieses, Nee. Aber anscheinend brauchen wir noch irgendwo einen Wurfhaken befinden müssen. Aber laut Map... Ist ja da so ein Wurfhaken-Ding, ne? Aber ich glaube, das ist eher zum Klettern. Hm. Und jetzt sind wir bei dem hier. Unten. So, speichern. Perfekto. Und ich muss auch speichern. Euch hier hören. Jawohl, ja. Speichervorgang. Perfekt. Perfekt, da haben wir eine schöne Tour gemacht. Ich würde sagen, dass wir jetzt dann zurück zu unserem anderen Base gehen und dort vielleicht noch Patronen bauen. Also ich werde vielleicht Patronen bauen, du könntest das Haus weiterbauen. Mhm. Und ja, dann können wir ein bisschen sortieren und sammeln anfangen. Gut, was? Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.